durchlaucht. Mehr als 3/4 der Stimmbevölkerung haben die Initiative abgelehnt. Jede Gemeinde hat die Initiative klar abgelehnt. Hätten Sie gedacht, dass das Ergebnis so klar ausfällt? Nein, das hat meine Erwartungen übertroffen. Ich habe schon gehofft, dass wir das gleiche Ergebnis erzielen wie bei der Verfassungsabstimmung. Und dann habe ich mir gedacht, werden wir vielleicht noch einen gewissen Prozentsatz bekommen von diesen 20%, die damals für die Beibehaltung der alten Verfassung war. Aber da habe ich mir also wirklich im Maximum die Hälfte vorgestellt. Jetzt haben wir mehr als die Hälfte dieser 20% bekommen. Und das ist natürlich ein tolles Ergebnis. Was glauben Sie, woran ist die Initiative schlussendlich so klar gescheitert? Was ist der Hauptgrund, auf den Sie das zurückführen? Also ich glaube, es ist doch den meisten Liechtensteinern und Liechtensteinerinnen klar geworden, dass da natürlich irgendwo ein Stein wegbricht in dieser Partnerschaft. Wenn man Ja sagt zu einer Partnerschaft, dann kann man nicht gleichzeitig verlangen, dass man einen Passus in einen Vertrag hineingibt, der der einen Seite ermöglicht, ohne Zustimmung des Partners alle Grundlagen zu ändern. Ich glaube, das ist doch verstanden worden. Und dann hat man auch gesehen, dass die Initianten halt ein Verwirrspiel gespielt haben. Sie haben mich ja eigentlich immer wieder als Alibi herangezogen und da sehr selektiv aus meinem Buch zitiert, wohl wissend, dass ich in meinem Buch eben gerade mich auch bei einer Republik für ein Vetorecht des Staatsoberhauptes ausgesprochen habe, für den Fall, wenn man eine direkte Demokratie so stark ausbaut, wie wir sie hier in Liechtenstein haben, wofür ich also sehr bin. Aber dann braucht man gewisse Bremsen und Hürden, wie es die Schweiz ja zum Teil ja auch kennt, damit es also zu keinen Fehlentscheidungen kommt. Glauben Sie, dass wirklich die sachlichen Argumente in dem Fall den Ausschlag gegeben haben? Es sind natürlich auch emotionelle Argumente. Also es ist sicher von Emotionen her steht der überwiegende Teil der liechtensteinischen Bevölkerung zum Fürstenhaus und wir stehen ja auch dazu. Also von da ist eine emotionelle Bindung da und die hat sich ja, da haben viele gar nicht nachgedacht und haben einfach gesagt, das interessiert uns gar nicht, was da auf den Plakaten steht oder was da noch diskutiert wird oder in den Leserbriefen. Wir stimmen jedenfalls Ja zur Partnerschaft und Nein zur Initiative. Glauben Sie, dass die Demokratiebewegung aus diesem klaren Ergebnis Konsequenzen ziehen wird oder rechnen Sie damit, dass vielleicht doch in ein paar Jahren schon wieder ein ähnlicher Vorstoß kommen könnte? Ja, also ich kenne ja einige von den Initianten ja recht gut, aber seit Jahrzehnten mit meinen habe ich zusammen studiert, St. Gallen. Also so wie ich die einschätze, werden sie wahrscheinlich schon wieder überlegen, was sie Neues starten können. Wir sind, ich habe es vorher gesagt, wahrscheinlich genauso dickköpfig wie ich. Und werden also da sich schon wieder neue Strategien zurechtlegen. Wenn Sie sagen, nein, wir akzeptieren das, dieses klare Ergebnis, das wäre natürlich für mich eine freudige Überraschung. Vielleicht zum Schluss, die Initiative hat das Land teilweise gespalten. Der Abstimmungskampf war sehr emotional, wurde mit harten Bandagen geführt. Glauben Sie, dass die konstruktive Zusammenarbeit, die Sie in Ihrer Rede vorhin angetönt hat, dass die möglich sein wird zwischen Gegnern und Befürwortern? Ich glaube ja, weil wir haben in der Vergangenheit ja immer wieder solche Brüche gehabt in der Bevölkerung. Ich denke jetzt an die 30er Jahre oder noch davor sogar. Und auch danach hat es diese Brüche immer wieder gegeben. Und doch hat man immer wieder zusammengefunden in unseren kleinen Verhältnissen. Es geht ja mitten durch die Familien oft. Und da ist es wirklich so, dass man da zusammenarbeiten muss wieder. Und wir haben auch nicht solche personellen Ressourcen, als dass man einfach auf einen Teil der Bevölkerung verzichten kann, sondern ich glaube, dass man da wirklich auch das in einem eigenen Interesse ist, dass sie da wieder mitarbeiten an dieser Partnerschaft, damit wir auch noch in 300 Jahren ein Fürstentum Liechtenstein feiern können und das an der Spitze steht des Wohlstandes in Europa.